Ziepfel sind eine ganz große Gruppe von wichtigen, schönen Sträuchern im Garten, die eine enorme Bandbreite haben, was das Wuchsverhalten betrifft, genauso wie auch also die Blütenfarbe und die Blattfarbe. Im Gegensatz zu den Fruchtäpfeln, die ja auch zu den Äpfeln gehören, hat der Ziehapfel sehr, sehr viele verschiedenfärbige Blüten, von weiß, wie man es kennt, über rosa bis rot. Und die Früchte sind wesentlich kleiner, in etwa in der Regel so groß wie die einer Kirsche. Von der Wuchsform her ist es ganz wichtig zu überlegen, was man eigentlich möchte, wie soll mein Strauch später mal werden. Und da gibt es hier zum Beispiel eine Sorte, die heißt Tina, die ein bisschen später blüht als die meisten anderen, zwergig wächst, ganz klein bleibt, eher 2-2,5 Meter im Durchmesser wird, aber nur 1,5 Meter groß wird. Man sieht hier, sie hat eine ganz weiße Blüte, die in der Knospe dunkelrot ist. Das macht einen sehr, sehr schönen Effekt, weil auf einer Pflanze gleichzeitig aufgeblühte Blüten sind, aber auch noch Knospen. Es gibt aber auch aufrechte Vertreter der Zieräpfel. Das hier ist die Sorte Maipol mit kräftig rosa Blüten, die, man sieht es hier, einen ganz schlanken, aufrechten Wuchs hat, der ideal geeignet ist für kleinere Gärten, schmälere Stellen oder auch auf Dachgärten, in Trögen und auf Terrassen. Übrigens, Maipol hat eine Frucht, die etwas größer ist, die wird so ca. 5-6 cm im Durchmesser und kann man auch sehr, sehr gut essen. Im Übrigen sind eigentlich alle Ziehapfelsorten essbar, sie sind nur ein bisschen herb. Also sie sind nicht ganz so süß, wie man das von den ersten Äpfeln kennt, aber sie sind ideal geeignet als Beilage bei Wildgerichten, bei Reh, bei Hirsch. Bei solchen Dingen kann man das wunderbar als interessante Beilage verwenden, die kaum jemand kennt. Manche Sorten haben also statt den grünen Blättern rote Blätter, von bronzerot bis hin zu leuchtend dunkelrot. Und diese Sorten haben meist auch die kräftigsten rosaroten bis rötlichen Blüten. Auch die Äpfel sind dann rot. Man kann eigentlich sagen, einmal rot, immer rot. Ziehäpfel mit roten Blättern, roten Blüten und roten Früchten sind eigentlich das ganze Jahr über im Garten ein sehr, sehr schönes Highlight und fallen immer auf. Es gibt nicht nur kompakt wachsende Ziehapfelsorten, es gibt auch welche, die werden relativ groß, 4, 5 bis 6 Meter hoch, breite, ausladende, große Sträucher, die man auch als Baum verwenden kann, mit vielen kleinen Blüten, wie hier diese Sorte Hiliri, die ganz besonders reich blühend ist. Die einzelne Blütengröße ist gar nicht unbedingt das Entscheidende, viel wichtiger ist die Summe der Blüten, wie wirkt die Pflanze auf die Distanz. Man betrachtet sie ja doch im Garten eher aus einem Abstand mit 5 bis 10 Metern und da sieht man nicht so sehr die Einzelblüte, vielmehr den Gesamthabitus, den Gesamteindruck der Pflanze. Bei den Ziehäpfeln gibt es nicht nur aufrechte Sträucher und kleine Bäume, es gibt auch Hängeformen wie diese Sorte hier, die Red Jade heißt, die sehr, sehr schöne weiße, rosa Blüten hat und im Herbst kräftig leuchtend rote Äpfelchen bekommt, die man sehr, sehr gut essen kann, die schmecken sogar ein bisschen süß. Hängeformen sind generell sehr beliebt bei Teichen, wo man sie analog dem fließenden Wasser über die Steine sehr, sehr gut kombinieren kann und wunderbare Effekte und Durchblicke erreicht. Ziehäpfel werden, wie gesagt, 4 bis 6 Meter groß. Das hier, die Sorte Hiliri, wird auch entsprechend 4 bis 5 Meter breit. Und wenn man sie mehrstämmig zieht, wie das hier gemacht ist, kann man darunter auch problemlos kleine Sitzplätze anlegen, die einen wunderbaren Schatten haben und eine herrliche Stimmung mit den Blüten im Frühling und den Äpfeln ab Sommer. Eine der absoluten Top-Sorten bei den Ziehäpfeln ist die säulenförmige Sorte Van Esseltijn, eine holländische Züchtung, die besonders schlank wächst, kompakt wächst und extrem reich blüht. Man sieht es hier schon im Abblühen weiß. Hier ist eine junge Pflanze davon. Man sieht den Unterschied. Es sind ca. 25 Jahre. Er muss jedes Jahr ein bisschen geschnitten werden, damit er entsprechend buschig durchtreibt. Aber kommt Zeit, hat man eine schöne große Pflanze, die nicht allzu viel Platz braucht und so gesehen auch in kleinen Gärten gut geeignet ist.